Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Unleashed für Xbox 360. Hier bei Crash Fortificate in einem letzten Part haben wir die Nachtstage von Spagonia bestritten und jetzt von Tails eine merkwürdige Kamera erhalten. Was es wohl damit auf sich hat, finden wir es heraus. Na, sieh mal einer an, Monster sind aus der Kamera gekommen. Ja, Gaia-Kreaturen, besser gesagt. Dark-Gaia-Kreaturen. Und wir haben nur 5 Minuten Zeit, sie zu besiegen. Ja, ab jetzt können wir nämlich mit der Kamera Leute, die sich merkwürdig verhalten, Also Leute, die was sich merkwürdig verhalten, anblitzen und schon können wir sie von ihren Dark Gaia Flucht versuchen, von ihrer Dark Gaia Flucht zu befreien. Wow, die Stärke benötigt ja besonders viel. Aber ich würde sagen, aufs Leben werde ich ein bisschen was reintun, was halt geht. あれ、俺は一体今まで何を。待てよ。今のはソニック？ええ、これでこの辺りも平和になりそうですね。さすがはソニックくん。あなたソニックを知ってるの？ 今君を助けて去って行ったではないですか。ねえねえ、ソニックに何があったの？ねえお願い、詳しく聞かせて。キュウリのサンドイッチを食しつつでも構いませんかな。 Wow, hast du das gesehen? Wahnsinn, die Kamera ist genial. So sorgst du dafür, dass die bei Nacht Verrückten wieder normal werden. Denk dran, dass du zum Professor musst, wenn dir die Blitze ausgehen. Du kannst jetzt den Kamerablitz verwenden. Der Blitz funktioniert nur nachts. Siehst du jemanden Auffälliges, drücke einfach Y und ein grelles Licht erledigt den Rest. Ja, jetzt können wir von nun an als kleine Nebenquest versuchen, alle Leute, die sich merkwürdig verhalten, in der Nacht einfach anzuknipsen. So, probieren wir es mal bei ihm hier, ob er sich merkwürdig verhält. Ich denke nicht, dass das mit mir zu tun hat, aber ich bin da schon angereist und fand es toll. Wunderbare Landschaft, eine reiche Geschichte und wunderbares Essen. Die Reise ist jedem zu empfehlen. Ja, der ist normal. Bei dem steigt jetzt kein Nebelschwaden auf. Oh, jetzt können wir auch in diese Gasse rein. Was ist mit den Ohmchen hier? Hey, habt ihr meine Enkelin gesehen? Das geht doch schon längst aus, ich mache mir Sorgen. Enkelin, ha? Huh? Ja, irgendwo müsste sie sein. Oh. Jetzt können wir die Stadt genau erkunden und auch so manche kleinen zusätzlichen Extras verdienen. Die beiden unterhalten sich einfach ganz normal. Also die sind einfach nur Deko. Die tun nichts zur Sache. So. Ja, durch die dunklen Gassen. Ja, sonst ist ja nichts. Ein Foto schießen sollten wir bei der alten Dame nicht, weil die verhält sich noch normal. Man sollte darauf achten, ob sie irgendwelche Nebelschwaden ausstößen. Also ob irgendein Rauch rauskommt aus ihnen.
Vergesst es. Mir sind mein Schmuck, mein Aussehen völlig egal. Das Porzellan abspülen steht mir bis hier. Ich glaube, manche Sachen können doch unerledigt bleiben. Nicht wahr? Aha, wir haben wieder jemanden. Sehr schön. Exorzismus. Treiber Dark Geier von den Herzen Leute aus. Keine Zeit von den Ellie. Alle Pfeile, um den Exorzismus zu beenden. Ja. Wir können. Ja, wir betreiben jetzt praktisch sozusagen Exorzismus. Indem wir einfach alle Feinde hier bashen. Manchmal muss man sogar sich gegen große Gegner stellen, wie Dark Gaia Titane. Oder. Nein, Dark Gaia Dark Titan halt. Oder. Dark Guardian heißt eigentlich der große. Der eine mit der Keule. Guardian, oder? Dark Guardian. Ich weiß es halt nicht. Die Namen sind mir leider Gottes entfallen. Wieso gehen meine Fäuste durch ihn durch? Wer hätte ihn eigentlich treffen müssen? What the hell? Ja, das waren noch nicht alle. Da kommen noch ein. Da gibt's ja noch einige. Wobei wir den Exorzismus vollführen müssen. So. Ich schätze, mit diesem Part werden wir erstmals mit Exorzin verbringen und alle Leute, die sich ungewöhnlich verhalten. Oh, wir haben jetzt mal eine richtig geniale Luftkombo. Ja. Jetzt haben wir mal richtige Luftkombo drauf. Dann probieren wir das mal. Alter! Jetzt reicht's! Das hätte besser ausgehen müssen. Eieiei! Das bringt nichts. Alter! Oh Gott, ist wieder die falsche Kombo gedrückt. Jetzt reicht's! Und jetzt Schluss! Weg mit euch! So, jetzt Schluss mit euch. Spackos. Das waren noch immer nicht alle. Da gibt es ja noch einige. Aber immerhin gibt es massig EP. Und zum Glück gibt's ja auch genügend Ringe, sind auch genügend Ringe hier verteilt. Ja, die Gegner geben nicht so schnell nach. Das ist jetzt schon ein ziemlich harter Exorzismus. So. Und das sind schon große Versionen von den. Also starke Versionen von den eher normal großen. So. Jetzt reicht's. Na warte. Kritischer Treffer. Ah, man merkt es. Da stehen die Gegneranzahl. Wir haben insgesamt 60 zu bezwingen. Oha. Alter Schwede. Und die Hälfte. Wir haben noch nicht mal die Hälfte und die Hälfte der Zeit ist schon vorbei. So, du gehst jetzt auch mal bitte schön drauf, wenn du so nett wärst. So. Da sind die nächsten bei Professor Pickles Labor. Na warte. Denen leuchte ich heim, aber gründlich. Nachdem ich die Erfahrungspunkte eingesammelt habe, so, und jetzt aber schnell. Ah, den letzten Erfahrungspunkt habe ich nicht mehr gekriegt. Ja, komm, egal. Oh, wir haben sogar schon neue Gegner, die Magier. Die sind wirklich ein harter Gegner. Die kann man wirklich nur sehr schwer bezwingen. Schluss. So. Weil die können sogar Kumpanen heilen. Wow, das war knapp. Schluss hier. Sie können auch sehr leicht den Angriffen ausweichen. Und verfluchen können sie einen auch wahrscheinlich. Wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt zeige ich den aber mal. Ja, los, B-Knopf, Mann. Alter, das wollte ich vermeiden. Probier, wenn ich jetzt da feststecke. Jetzt reicht's. Komm schon, B, ja, komm. Epson. Boah, man braucht bei denen nur eine einzige Eingabe, aber dafür war das jetzt ziemlich viel. Da war das jetzt schon ziemlich knapp. Verdammt, ich habe nicht mehr sehr viel Zeit. Boah, wie viele Gegner das hier sind. Ich sollte mich lieber bei denen beeilen.
reicht's. Und tschüss. Boah, es werden immer mehr und auch noch von den Großen. Leider Gottes. Was waren eigentlich die Kleinen hier? Oh, nicht Modus. Das ist jetzt schon dringend. Die wagen es auch noch zu blocken, ey. Oh, verdammt. Diese Eingabe ist wirklich viel zu schwer. Da kann ich leider Gottes nur schwer reagieren. Aber wir haben sie fast. Nicht mehr viele fehlen. Ich habe noch eine Minute. Ich glaube, das sind die letzten hier. Meine Fresse. Hartnäckige Burschen sind das. Aber wir haben es fast. Und das gibt jede Menge EP. Fast schon so viel wie bei einem ganzen Nachtlevel. So. Ja, noch die EP. Her damit. So, zack. Ah, falscher Knopf, verdammt. Oh, oh. Was, nur noch 10 Sekunden? Mach nur auf zu blocken. Boah, mach den schnell. Auch noch fertig, komm schon. Ja, nee, ist klar. Den letzten. Ja, super. Scheiße, das ist ja nicht euer Ernst. Den letzten hätte ich jetzt noch besiegen können. Das Küchen-Event hätte man mir noch gönnen müssen, ne? Mann. Nur weil die die ganze Zeit über blocken mussten, diese Arschsäcke. Sie wussten, oh, die Zeit ist gleich vorbei. Wir müssen blocken, damit wir ruhig Zeit schinden, ne? Verdammten Drecksäcke! Oh. Hm. Da läuft eigentlich die Zeit langsamer, weil normalerweise läuft das ja dann Zeitlupe, wenn man das Quicktime-Event einsetzt. Ja, normalerweise schon. So. Schau nur, dass ich die Gegner nicht so anvisieren kann. So richtig. Da muss ich fast schon immer blind kämpfen. So. Bam. Und tschüss. Gut. Jetzt geht's aber schneller vonstatten. Und die Erfahrungspunkte möchte ich trotzdem alle haben. So. Ja, den Part verbringen wir jetzt mal mit Exorzismus. Hätte ich schon von hinten angreifen können. Nee. Lieber nicht. So, der ist schon mal weg vom Fenster. Eieiei. So. Zack. Bam. Immer feste drauf. Und tschüss. Weg. Ihr habt keine Chance, ihr kleinen Lappen. So, bloß alles aufsammeln. So. So sieht's doch schon viel besser aus. Wir haben umso mehr Zeit als vorher. Und jetzt weg mit dir, kleiner Spacko. So, und wieder die beiden Magier. So, Unleashed Mode. Ja, einmal hier auf. So, diesmal lasse ich den Quicktime Events aus. Machen einfach so down. Nee, 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 so nicht. Ich glaube, damit geht's auch wirklich schneller. Ja. Hat. Kamera, würdest du bitte? Alter, die Kamera hatte plötzlich keinen Bock. Tschüss! Meine Fresse! Boah. Und die Kleinen sind aber noch übrig da. So, das sind jetzt die allerletzten Gegner hier. Was für ein Haufen.
Nee, 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 so nicht. Zeit! Gibt's Saures! Oh, ich freue mich schon, wenn ich diese ganz besonderen Kombos drauf habe, weil die gehen erst richtig ab. Wird dann sehen, was ich meine. Doch nicht packen! Naja, vielleicht geht das doch. Ja, okay. Immerhin. Oh. Verdammt. Doch nicht die großen packen. Die kleinen. Genau, das wollte ich machen. Bam. So. Richtig aufräumen. Zack. Bam. Boah, aber mein Lebensanzeiger ist schon ziemlich niedrig. Ist nicht gut. Sollte man bald wieder auf die Lebensanzeige was draufsetzen. Diesmal nicht, ey. So. So, und tschüss. Das wär's. Moment. Da fehlt noch einer. Was? Wo ist der letzte? Da! Da ist noch ein kleiner Pfiffikus. Was zum Teufel? Wegen den hätte ich beinahe hier verkackt. Oh mein Gott. Ja gut, investiere ich doch nochmals in den Kampf. So, Wehrclaw Charge. Oh! Ah, jetzt können wir den Ladeangriff mit der... mit den X, also mit der... Ja, sag schon. Diesen Angriff, wo mehrere Feinde getroffen werden können. Also, den Umkreis. Wo man Feinde in Umkreis treffen kann. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und dann bekommt Stärke noch was drauf. Und... passt schon. Boah, dieser Exorzismus, das war schon eine Nummer. Oh mein Gott, warum stehe ich hier rum? Das geht nicht. Ich muss meinen Laden morgen sauber machen. Fleißig, fleißig. Gut, ich habe sie auch schon mal gerettet. Was ist mit dir, Junge? Hm? Oh, tut mir leid, habt ihr mich gemeint? Mein Fehler, ich war in meiner eigenen Welt. Wow, ich meine, wer bist du? Ja, ich bin es. Also, er ist normal. Ja, die bestaunen nur den Laden hier. Also, die tun nichts zur Sache. Ich muss aber die Kleine mal finden. Ich glaube, die Enkelin zu suchen wird wohl auch mein Job sein. Könnte aber auch dann eine Nebenquest für die Tagmission sein. Möglicherweise. Kann ich gerade nicht sagen. Oh! Haha. Schau einer an, dass ich habe eine übersehen. Eine Sonnenmedaille. Oh! Ist das die Kleine? Junge, ich habe zu tun. Ich muss einkaufen. Eier, Zuckerblumen, Seife, Zahnbürste und... oh, und was soll das an einer Fleisch? Ich muss mir dafür böse sein, wenn ich vergesse. Keine Zeit zum Reden, ich muss los. Tschüss. Okay. Na schön, ich sehe nichts Ungewöhnliches an ihr. Was ist mit den älteren Pärchen? Oh, ich kann nicht mehr hören. Schluss! Das Gas aus der neuen Speisekarte? Bin doch längst egal. Ich koche rein, das Alt bringt mich noch um. Fotoschießen! Okay. Ein weiterer Exorzismus. Und los! Hoffentlich ist es jetzt nur ein kurzer und nicht schon wieder so ein langer, wie es im letzten Mal war. Ah, 4 Minuten, okay. Da. 50 Feinde, oh ja, du mich auch, ne? Alter. Sonst geht's euch gut, aber jetzt können wir mal den Ladeangriff einsetzen. Ich will den am liebsten jetzt zeigen. Aber es sind mir zu viele Feinde um mich herum. So.
Ja, die großen Erfahrungspunkte vor allem nicht vergessen, sondern jetzt schnell weiter, 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 weiter. Aha. So, jetzt mal hier den aufgeladenen. Was? Oder geht es nur... Ja, was? Hä? Okay, ich verstehe nicht ganz. Was war das denn jetzt? Also ist das jetzt plötzlich ein Zeitlupen-Tempo gefallen? Was? Check ich jetzt nicht. Egal, hauen wir jetzt einfach mal drauf. Okay. Und Lichtmodus! Da, räum mal richtig auf! Ja, scheinbar. Schon sind alle Feinde hier down. So schnell geht das. So, fehlen nicht mehr viele. Haben wir das sehr schnell erledigt. Jetzt müssen wir dann aber wieder zum Professor, weil wir haben keinen Film mehr. Oh ne, die Magier auch noch. Die sind wirklich das schlimmste Problem. Alter! Jetzt reicht's. Oh. Boah, ich hätte doch ausweichen müssen, jetzt reicht's. Ich drücke B, hallo! Reagierst du mal? Ah. Aber das sind die letzten Gegner. So, ist er endlich mal weg? Ja, der Magier ist weg vom Fenster. So. Gut, jetzt sind noch die beiden übrig. Jetzt reicht's. So, ich packe ich aber jetzt. So. Und weg mit dir. Ey. Du hättest davon eigentlich dann schon sterben, du Spacko. So, sehr gut. Die Erfahrungspunkte habe ich. Davon kann man sich auch einiges an Erfahrungspunkten verdienen. Ist so eine nette Nebenquest immer wieder. So. Ja. Na komm. Jetzt hat er sich auch mal das Leben wieder auf Stufe. Geht zwar jetzt aktuell nicht, aber was soll's. Immerhin. Den Exorzismus haben wir auch schon erfolgreich hinter uns gebracht. Ich muss vorher noch überprüfen, ob es irgendwelche Leute gibt. Was? Was ist denn los? Ihr seht so ernst aus. Wie es mir geht, ich kann mich nicht beklagen. Eigentlich fühle ich mich frischer als sonst. Ich weiß nicht warum. Hm? Oh, ist das... Haben wir die schon? Die ist so seltsam. Ich glaube, die haben wir schon. Was ist mit dir, Fräulein? Was ist das? Ich lade ihn zu einem Ausflug ein. Ups, habt ihr es gehört? Vergiss es einfach, meine Entscheidung. Ich... hat mich begeistert. Ah, sie hat eine Verabredung, ne? Viel Glück, Mädel. Was ist mit dir, mein Herr? Das Eilwitz ist wieder normal. Aber schön, dass ich dich bei der Geschöpfe... Ist das nicht gestört? Nee, wir haben einfach nur geholfen. Nur macht er keinen Kopf deswegen, ne? So. Wie steht's eigentlich mit dir? Hallo, was ist los? Wir kümmern uns um die Dinge der Universität schon seit Jahrzehnten. Also, weiß ich einiges. Wollte den einen Onkel fragen. Wohin sollten wir gehen? Ein Teilsblitz hergestellt. Das sollte der Pickles sagen. Du bist ja schnell einsam. Also geht zu ihm, bevor er schmollt. Okay. Er ist normal. Was ist mit der hier? Der Schüchternen? Guten Abend. Auch für einen Abendspaziergang? Schön, nicht? Mit den Glockenturm vom Mond nicht beschienen? Und die Sterne, die sich im Brunnen spiegeln? Ah, so romantisch. Ja, auch ganz normal. Was soll das? Mir tut alles weh, als hätte ich nachts nur getanzt. Erinnerung an die Nacht ist verschwommen, ich übertreibe es wohl. Hm. Ja, er war auch einer von den Typen, die betroffen worden sind. Jemand hat mir mitten in der Nacht... mir erzählt, ich hätte mitten in der Nacht auf der Straße getanzt. Sag bloß nicht, dass ihr es auch gesehen habt. Ja.
Die können sich dann leider Gottes nicht mehr dran erinnern. Na schön, ich schätze mal, wir haben ja alle befreit. Oh, ein Hotdog stand wieder. Für eine Mission. Amy ist auch noch am Start. So, der Assistent, der ist ja auch schon frei. Gut. Dann schätze ich mal, haben wir alle den Exorzismus hier schon komplett fertig. Ansonsten, wenn ich irgendjemanden vergesse, dann schreibt es mal in den Kommentaren und ich werde darauf eingehen, ne? Ich glaube, ich möchte so ziemlich alle bei allen den Exorzismus vollführen. Nicht zu fassen, dass du in diesem Ding steckst. Egal wie du. Siehst du, bleibst mein Sonic. Ja. Was noch romantisch. Weißt du, Amy, da gibt es so ein Märchen, das heißt Die Schöne und das Biest. Schon mal davon gehört? Das wäre, wenn sie davon weiß, dann würde sie das als noch rum. Dann würde sie das Ganze von der Perspektive aus betrachten. Dadurch wird sie noch romantischer. So, Professor. Oho, du hast wohl schon eine Verwendung für die Kamera gefunden. Da staunst du, was? Alles dank meiner Forschung zu den Gaia-Manuskripten. Licht soll Dokula vertreiben, heißt es dort eigentlich. Doch eine Selbstverständlichkeit. Ich hoffe, du rettest damit Leute vor Dark Gaia, mein Junge. Nun gut, wollen wir über den Planeten sprechen, sehr wichtig. Sonic, mein Junge, ich könnte einen weiteren Gaia-Tempel ausmachen, die Manuskripte lassen. Aufschließen, dass er in Shunan liegt. Schon mal gehört, du findest es auf einer Weltkarte. Jetzt beeil dich, Sonic, bring einen Kehrsammel zum Tempel, mein Junge. Also, hast du noch weitere Fragen? Nein, danke. Bin sicher, bei der Geschwindigkeit des Planeten ja ganz. Hätte unvergesslich ein zweites Souvenir zu bringen. Ach ja, ich hab jetzt auch ganz aufgeladen. Weidmanns Heil. Dankeschön. Jetzt können wir die Kamera wieder zweimal verwenden. Na gut, nach Shunan. Da ist also unser nächstes Ziel. Aber wir könnten uns vorher noch umgucken, ob überhaupt wirklich schon alle frei sind. Also, soll heißen, dass jetzt keiner mehr unter den Gaia-Fluch steht. Wir könnten jetzt also wieder die Weltkarte betreten, weil das ging ja vorher nicht. Weil hier sind vielleicht auch noch Leute, oder? Naja, nur Deku. Fässer, da könnte man auch wieder was verstecken. Nee, dieses Mal nicht. Oh, was ist mit den beiden? Die haben wir auch noch nicht besprochen. Es könnte Ella. Oh, Entschuldigung. Ich muss jetzt halt über etwas nachdenken. Mein kleiner Sohn geht immer später mal am Spazieren. Ich mache mir große Sorgen. Könnt ihr ihn bitte suchen? Sicher, überlass es mir. Vielen Dank, das ist sehr nett. Ah, jetzt müssen wir den Jungen finden. Das heißt also, dass wir jetzt einen Teil des Nachtstage nochmal bestreiten. Machen wir das noch schnell in diesem Part, ja. Machen wir halt mal einen extra langen Part, aber die nächsten beiden werden kürzer, das verspreche ich. Oh, dafür müssen wir jetzt den Glockenturm wieder besteigen. Glockenturm, das ist ein Uhrturm, kein Glockenturm. Oh, aber das ist diesmal ein bisschen schwieriger als vorher. Also, so leicht wie es vorher war, ist es jetzt nicht mehr. Und ich habe irgendwie keine Sicht darauf, wo ich jetzt lang muss. Ich sehe gerade nicht, wo es lang geht. So, halt dich bitte fest, Sonic. Achso, die Stange empor, ne? Genau. Dass einfach die Stacheln immer überwinden. So. Auf mit dir, Sonic. So, den Schalter geht es wieder zu betätigen. Oh. Und da gibt's einen kleinen Spacko. Mehr auch nicht. Also jetzt wirklich nur für den Feind alleine? Wie es scheint. So, dann hoch da. Das knirscht und knarkst. Aber, also warte mal, das ist ein Uhrturm. Aber das macht mehr Geräusche, seitdem diese Stacheln hinzugefügt worden sind bei den Säulen. Oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, das kommt mir nur so vor. Ne? Garantiert. Na dann, hoch mit dir. Wie der Junge da hochgekommen ist, ist echt verrückt. Ein Abendspaziergang und was macht der? Der klettert hier irgendwie empor. Das ist aber mordsgefährlich, ne?
Weil schon wer Eagle Sonic, der eigentlich hier Klettermeister ist, der hat schon... hat schon ein bisschen Schwierigkeiten damit hier hochzukommen. Eine Sonnenmedaille. Da gibt's... Ja, ab und zu findet man bei der Mission noch zusätzlich Medaillen. Auch noch. So. Ach, da ist der Junge. Wir haben ihn gefunden. Wie ist der bloß hier hochgekommen? Echt komisch. Na gut. Haben wir das auch geschafft. Jetzt müssen wir doch noch mit der Dame reden und dann, glaube ich, hätten wir mit anderen Leuten von Spagonia in der Nacht gesprochen. Ich denke mal, darauf läuft es hinaus. Hat Ele denn etwas gesagt? Oh, verstehe nichts wie. Ja. Immerhin haben wir Elias Nächte abgeschlossen. Was ist mit dir, Madame? Ach, bestimmt morgen. Ich habe euch nicht gesehen. Ich war tief in Gedanken versunken. Weswegen? Was ist denn los? Ach ja, die hat eine Tagquest für uns, soweit ich weiß. Na, wir können sie zwar auch attackieren, aber die zucken höchstens dadurch. Mehr auch nicht. Naja, die Medaille scheinen wir schon zu haben. Warum taucht er eigentlich nochmal auf? Das macht alles nur noch komplizierter. Die sollte dann nicht mehr am selben Platz auftauchen. Was ist mit dem Geschäftsmann hier? Nicht zu fassen, dass du ein kleines Mädchen so spät noch auf ist. Sie webelt ein Single ihr Leben davon ab. Wo sind ihre Eltern? Oh, das geht mich eigentlich nichts an. Ah, der hat wahrscheinlich auch von dem Mädchen erfahren. Ey, und jetzt ist er weg. Ist klar. Na gut, wir sind hier wohl fertig. Ja, die Medaille haben wir auch schon. Dann... Würde ich sagen. Ja. Ich schätze mal, mehr können wir nicht tun. Ah, da ist die Kleine wieder. Mein Haus ist hier in dieser kleinen Straße. Ich wohne dort. Großmutter kriegt die ganzen Einkäufe. Ja, so ist auch brav. Hey, Umchen, wie sieht's aus? Hey, habt ihr meine Enkelin gesehen? Das könnte euch schon längst aus sein, mach mir Sorgen. Sie ist hier. Da, direkt da. Deine Oma macht sich Sorgen. Ihr habt aber schon eine seltsame Wohnung hier. Die Medaille haben wir auch schon. Sieht ein bisschen durchsichtig aus, ja. Ja, wir haben die schon. Okay, wir sind ja fertig. Okay, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Und wie immer gilt es, wenn es gefallen hat, dies bestätigen wir seines Klicks auf den Like-Button oder dem Video und dann sehen Sie da nächsten Mal. Wir werden dann uns dann nach Shunan begeben. Und ja. Oder sollten wir gleich mit Exorzismus in anderen Welten weitermachen? Ich würde sagen, wir machen mal Exorzismus-Parts. Ja? Oder... Nee. Wir machen mit der Story weiter. Wir werden jetzt erstmals noch einmal nach Shunan begeben und dann werden wir wieder einen Exorzismus-Part dazwischen bestreiten. Also danke fürs Gucken und auf Wiedersehen und tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Unleashed für Xbox 360. Also ciao!